Boom, Leute, mein Name ist Slimesky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Channel. Ich hoffe, euch geht's gut, Freunde. Wir drehen heute etwas richtig, richtig Spannendes. Das haben auch einige von euch vorgeschlagen. Ich fand das Thema an sich persönlich sehr, sehr spannend, nämlich erkenne den Türsteher. Das heißt, das Ganze heute mal aus der Sicht eines Türstehers sehr, sehr spannend. Das heißt, alle Teilnehmer, die gleich reinkommen werden, werden behaupten, Türsteher zu sein, aber tatsächlich ist nur eine einzelne Person von den Teilnehmern der echte Türsteher. Ist eine sehr, sehr geile, lustige Folge geworden. Freunde, wie ihr wisst, das Ganze habe ich auch nicht alleine gemacht, sondern ich habe mir für die heutige Folge eine Special Jury eingeladen. Und an der Stelle will ich auch sagen, ich schnapp mal gar nicht mehr groß rum, sondern bitte diese Special Jury einmal bitte rein! Verdammte Scheiße, Mann! Gott. Du siehst so gut aus, Digga. Du siehst gut aus, Bruder. Oh, oh mein Gott. Wie geht's? Alles gut? Ja, Bruder, gut. Alles top, Jungs. Setzt euch. Was geht, Jungs? Geil. Wie geht's euch? Es geht ab, mein Bruder. Wie geht's? Lang nicht gesehen, Bruder. Lang nicht gesehen. Bruder, wir haben heute was ganz Besonderes am Start, nämlich erkenne den Türsteher. Boah. Türsteher, oh. Enno war 5 Jahre an der Tür. Ernsthaft? Nein, Bruder. 6 Jahre. Der hat Kampfsportschulen geleitet, der hat Türsteher ausgebildet. Und ich denke, es wird ein leichtes Spiel dann mit Enno hier in der G. Meinst du ernst? Nein, ist doch Spaß, oder? Nee, wirklich. Nee, wirklich, Bruder. Ernsthaft jetzt? Ja, der hat den schwarzen Gürtel in Wing Chun. Stark. Ja, Bruder. Dann wird es ja heute ein leichtes Ding so, ne? Ja, ich denke schon, Bruder. Ich glaube, wenn wir die richtigen Fragen stellen, geht schnell. Was man auch noch sagen muss, die anderen haben gar nichts in dem Bereich zu tun. Also es geht wirklich darum, dass... Es ist wirklich nur einer Türsteher. Ein Türsteher und es gibt auch keinen, der irgendwie vielleicht privat sonst irgendwie Security ist oder sonst was. Kein Personenschutz, kein Polizist, kein... Genau. Okay. Ey, Türsteher ist eine krasse Geschichte, weil die Leute erleben sehr viel an der Tür. Deswegen, ich bin gespannt auf die Geschichte, muss ich sagen. Ja, wir müssen, glaube ich, die richtigen Fragen stellen. Ich schwör's dir. Ist auch die Frage, ob sind Türsteher immer automatisch breit, so ein Ding? Nein. Boah, ich glaube nicht, ja. Bruder, ja. Ich immer. Aber ich glaube, die müssen schon körperlich fit sein, Bruder. Werden wir gleich sehen, ne? Okay, tamam. Okay, easy. Dann würde ich sagen, Teilnehmer, ab in den Okay, Jungs, was sagt ihr? Erster Eindruck? Vorne links, Bruder. Bruder, ich tendiere zu rechts. Was Niemals, mit rechts? Niemals, Bruder. Vorne links macht mir einen sehr seriösen Eindruck. Der hat eine stabile Haltung. Hinten links, Bruder, ist schon durchgelaufen, bevor der hier reingelaufen ist. Warum? Bruder, der Bruder ist zu süß, Bruder. Das ist richtig korrekt. Warte, der ist richtig goldig, Bruder. Ich höre. Rechts, Bruder, von Körperstatur her, könnte auch passen, jetzt nur vom Optischen. Hinten rechts, ich würde sagen, zu jung. Hinten in der Mitte könnte auch passen. Könnte auch passen, ja. Hinten Mitte? Ja, ja. Guck mal, sein Bizeps an. Vorne, ja. Vorne in der Mitte, Bruder, hat einen Nachteil, der hat weiße Schuhe. Türsteher, weil die immer an der Tür arbeiten, die müssen immer schwarze Schuhe tragen. Ja. Und deswegen haben die auch meistens immer schwarze Schuhe privat. Weißt du, was ich meine? Bruder, er ist es niemals, weil er ist ein Achi. Der wird niemals vor so einem Club stehen, wo überall Rillern und die Leute kommen. Und bah, da wird er kotzen im Strahl, Bruder. Aber er sieht für mich aus, wie ein Türsteher aussehen muss, ne? Ja, er sieht wirklich so aus, Bruder. Er sieht aus wie eine Kampfmaschine so, Bruder. Aber wenn ich einen Club hätte, ich würde ihn nehmen. Vor allem würde ich ihn nehmen. Bruder, er ist, glaube ich, derjenige, der die Türsteher trainiert. er macht so Ring, Kampfsport, irgendwas hier. Ja. Ich glaube auch nicht, dass er sich an Türsteher stellt. Bruder, ja? Nee, ich glaube auch nicht, Bruder. Ich glaube, der ist so Kampfsporttrainer. Ich bin sehr gespannt, ja. Okay, ja, dann kann sich der Erste vorne rechts einmal vorstellen, bitte. Hallo, mein Name ist Seychan. Ich komme aus Oldenburg, ursprünglich aus Tschetschenien.
bin 28 Jahre alt und ja, bin Club-Türsteher in Alter, ich bin älter als er, Digga. Hör auf, Bruder. Du bist wirklich älter. Ich bin älter. Ja, ach, guck mal, ich hab 27 gesagt, der ist 28. Krass. Hart, Bruder, ja. Was machst du, Bruder? Club-Türsteher bei uns. Club-Türsteher. Ja, Brot muss auf den Tisch, ne? Bruder, der ist so authentisch, ne? Nein, Bruder, der ist so authentisch. Niemals, Bruder. Was? Gerade so jemand würde das nicht sagen. Brot muss auf den Tisch. Es gibt moralische Grenzen, Bruder. Ich sag, er macht diese Arbeit nicht, Cousin. Doch, doch. Also, ich finde ihn. Ich finde nicht, dass er lügt. Was machst du für Sport, Bruder? Ich habe lange Boxen gemacht. An sich, so Sportring habe ich auch vorher gemacht. Glaube ich, wurde hier auch erwähnt. Ja, Boxen, Ring. Mein kleiner Bruder ist auch da. Der ist Profiboxer. Ah, Profiboxer sogar. Mashallah. Krass, Digga. Ja? Und sonst an sich halt ein bisschen Fitness, ne? Jetzt seit ein paar Monaten gar nichts mehr, aber. Krass. Ich würde sagen, wir machen weiter, oder? Erstmal ja. Die ersten Eindrücke sammeln. Okay, danke dir erstmal. Weiter. Dann erstmal der nächste, bitte. Jo, mein Name ist Daniel, ich bin 24 Jahre alt, habe bis vor 2 Jahren noch bei der Bank gearbeitet, habe meine Ausbildung dort auch abgeschlossen, habe dann als Nebenberuf als Türsteher beim Rewe gearbeitet. Das hat sich durch Corona ganz gut angeboten, habe da so ein bisschen angefangen, zu der Ausbildung was zu verdienen. Und dann Richtung Ende der Ausbildung habe ich halt gemerkt, das macht mir total Spaß in der Szene. Und mein Kollege hat halt eine Bar in Köln und dann habe ich halt dort angefangen zu arbeiten, Vollzeit seit dem 1.8. Daniel, Bruder, du willst Szene, macht dir Spaß? Willst du Rewe mit deinem Club vergleichen, oder wie? Nein, ich möchte es nicht vergleichen. Ich möchte nur sagen, dass, sage ich mal, die Aufgabengebiete, dass man ein bisschen aufpassen muss und so, das ist, sage ich mal, der Einstieg gewesen. Ich habe danach Rewe halt, als ich quasi während Corona da war, habe ich dann auch ein bisschen bei meinem Kollegen reingeschaut, so an Wochenenden, habe den halt an Karneval geholfen und dann habe ich halt gemerkt, das ist ganz cool. Was hat dir da dran Spaß gemacht, Bruder? Ja, es ist halt nicht dieses typische, ja, jeden Tag jetzt Stress. Also man kommt mit den Leuten gut klar, man passt auf, wer passt rein, wer passt nicht rein. Ich denke, ich habe gute Menschenkenntnisse, deswegen konnte ich auch immer gut einschätzen, wie man so reinlässt und wen nicht. Bruder, ich sag dir ehrlich, also du bist sehr, sehr sympathisch, aber ich glaube zu sympathisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du so einer bist, der auf den Tisch haut und sagt, ihr kommt hier nicht rein und sowas. Weißt du, das kann ich mir bei dir gerade gar nicht vorstellen. So. Es ist tatsächlich jetzt nicht so, dass es jetzt wirklich immer so ist. Also ich bin halt auf der typischen Straße in Köln, das ist halt sehr studentenlastig. Ich habe jetzt eher deutsches Publikum, was mir in die Karten spielt, das halt ein bisschen leichter ist dann. Boah, was soll das heißen, Daniel? Ja, ihr wisst. Mach mal, Daniel! Ihr wisst genau, was ich meine. Also das war jetzt kein Vorurteil oder so, Gottes Willen. Sowas würde auch kein Türsteher sagen, glaube ich, oder? Also ich habe jetzt auch, sage ich mal, mit Südländern keine schlechten Erfahrungen gemacht. Das war jetzt nicht darauf bezogen, sondern generell, was man für ein Bild hat allgemein. Würdest du uns reinlassen? Ich habe eine Frage, genau. Würdest du mich in deinen Club reinlassen, ja oder nein? Ich komme mit 2, 3 Morrocks abends, hacke dich vor deinen Club, würdest du mich reinlassen? Ehrlich. Hast du den Status von jetzt oder bist du einfach irgendjemand? Ich bin irgendjemand, Digga. Schwierig. Krank. Kommt drauf an, wie ihr drauf seid. Also wenn ihr jetzt chillig seid, alle nett drauf sind und, sag ich mal, vorher schon viel Frauenpublikum in der Bar drin ist, dann auf jeden Fall. Also ich würde jetzt nicht grundsätzlich sagen, ihr kommt nicht rein. Aber wenn dann soweit alles passt, ihr seid klar, keiner hat irgendwelche Substanzen genommen, ihr habt keinen Alkohol getrunken oder seid komplett daneben, dann definitiv ja. Okay, Daniel, Bruder, ich habe eine Frage. Ja. Was darfst du an der Tür für Equipment bei dir tragen? Ich habe jetzt nur eine Taschenlampe dabei, Handschuhe. Normale Handschuhe oder Sandhandschuhe? Normale Handschuhe. Also an Orten, wo mit Alkohol gearbeitet wird, ist halt relativ schwierig, sag ich mal, mit Sandhandschuhen oder mit Schlagstock oder solchen Sachen. Das ist ein bisschen schwieriger. Deswegen habe ich. Und was darfst du tragen? Was heißt ein bisschen schwieriger, Bro? Also ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei den Clubs ist, aber bei der Bar, wo ich halt arbeite, da ist halt generell ein bisschen ruhiger. Und ich sag mal, der Besitzer möchte, also ist auch mein Kollege, der möchte halt jetzt nicht, dass ich mit großartig Waffen dort bin. Ich soll halt auch wirklich deeskalierend immer wirken und jetzt. Aber musstest du für diesen Job deinen 36a Sachkunde machen? 34a, genau. Ah, 34a Sachkunde. Korrekt, genau, ja. 34a muss ich machen. Also das musste ich bei Rewe noch nicht machen, weil das war jetzt, du musstest halt aufpassen, wer jetzt rein und raus geht, das war jetzt nicht so dramatisch, aber als halt mein Kollege so die ersten Male gesagt hat, ey, komm am Wochenende, weil ich hab's halt nach der Ausbildung auch gemacht bei ihm in der Bar, deswegen sage ich, die Szene hat mir halt gefallen, jetzt nicht wegen Rewe, das kann man jetzt nicht vergleichen mit Bars und Clubs, aber da habe ich das halt gemerkt und er meinte so, ganz ehrlich, du hast es gut gemacht, mach doch diesen Schein, dann fangen wir uns an Wochenenden an, wenn das Ganze gut läuft, dann kannst du halt auch Vollzeit machen. Ist es auch mal eskaliert? Musstest du mal irgendwas? Ich musste auf jeden Fall mal eingreifen, es ist auch eskaliert, aber das war dann jedes Mal an Karneval. Was ist passiert? Hast du jemanden geschlagen? Ich muss jemanden zu Boden bringen. Das Schlimmste, was passiert ist an Karneval, war auch, dass ich eine Flasche gegen den Hinterkopf bekommen habe von einem Besoffenen, den ich vorher nicht reingelassen hatte. Ey, Digga, ich sag dir ehrlich, der ist gar nicht so unauthentisch, Digga, ja? Er wird immer der besser, stabil, muss man sagen. Digga, ne? Ja? Der ist stabil, Digga. Ja, auf jeden Fall war es halt das Schlimmste, was ich so erlebt habe, als ich das als Nebenjob gemacht habe. Ist nicht so viel passiert. Ich muss auch sagen, ich arbeite auch unter der Woche von 17 bis 1 Uhr und da passiert fast nichts, also wirklich. Was bist du für ein Landsmann? Ich bin Iraner. Iraner? Aber bin hier in Köln geboren. Okay, genau. Okay. Boah, der ist besser geworden. Er ist stark geworden. Scheiße. Ja? Er ist stark. Okay, Bro, ich würde sagen, erster Eindruck reicht, ne? Erstmal mit ihm, gell? Dann danke dir erstmal, dann machen wir erstmal mit dem nächsten weiter. So, mein Name ist Sobhan Nouri. Also,
Ich habe ein bisschen Akzent, weil ich erst seit 7 Jahren in Deutschland bin. Habe vieles durchgemacht. Ich habe eine Ausbildung hinter mir und habe erst mal 2019 angefangen, in dem Sicherheitsbereich zu arbeiten. Habe erst mal Veranstaltungen immer mitgemacht. Dann habe ich angefangen, in Landesaufnahmebehörde als Übersetzer arbeite und nebenbei nur als Sicherheitsdienst gearbeitet. Und dann jetzt mittlerweile in der Woche, also tagsüber arbeite ich nur in Landesaufnahmebehörde. Abends mache ich mein Abitur. Und am Wochenende stehe ich im Club in Bremen. Wie heißt der Club? Also vorher wollte ich das sagen, aber jetzt nicht, die Zahlen nicht so gut dafür. Okay. Machst du Kampfsport? Ich habe früher Kickboxen gemacht, aber ich hatte Verletzungen, deswegen kann ich nicht mehr. Hast du einen Sicherheitsschein gemacht? Ich habe die Sachkundeprüfung nach § 34a Gewerbeordnung gemacht. Boah, Digga. Boah, scheiße. Bruder. Bruder, ich habe eine Frage. Jetzt, du stehst an der Tür, ein Szenario, ja? Jemand kommt rein und du durchsuchst seine Taschen. Was war das Schlimmste, was du schon mal gefunden hast? Also, erstens, ich kann die Taschen nicht durchsuchen. Ey, voilà, die sind alle stark, Bruder. Boah, ja? Die sind stark, Bruder. Bruder. Darf man das nicht? Darf man nicht, Bruder. Die Polizei darf durchsuchen, Bruder, ja? Genau, aber ich kann nachfragen, also ich muss dann ihm fragen, ob ich darf, dann kann ich die antasten und wenn ich merke, dass er irgendeinen Gegenstand hat, was er als Waffen benutzt kann, dann kann ich ihm auch wieder danach fragen, ob er das rausholen will und mir zu zeigen. Und wenn er das verweigert, dann kommt er nicht raus. Ey, Bruder, der ist sehr stark, Bruder. Krass, Bruder, ja. Ich habe gedacht, Daniel ist stark, aber er ist auch geisteskrank stark. Oder für mich sind alle stark, auch der Erste. Der Erste ist für mich halt, ich habe diese Achi-Ding, ich denke, der ist nicht. Aber wenn jetzt alle diese Fachfragen auch können, dann haben wir ja, also wir haben. Ich habe noch ein, zwei Fragen im Hinterkopf, Bruder. Ja, die hebe ich mir auf für die zweite Runde. Dann danke dir erstmal, dann machen wir erstmal mit dem nächsten weiter. Erstmal guten Abend an euch, die Jurys, und guten Abend an die Leute da draußen. Und ja, ich bin auch nicht hier geboren. Ich bin mit 19, 11 Jahren nach Deutschland gekommen und ich habe im Iran Ringen gemacht. Im Iran ist das Ringen sehr beliebt. Und als ich nach Deutschland kam, in Bielefeld, war das so, dass ich dann auch da Ringen gegangen bin. Und ich war gut. In dem Zeitpunkt habe ich auch mein Fachabi gemacht. Nebenbei habe ich noch meine Sanitätshelferausbildung gemacht. Weiß, kennt ihr das? Ja, ne? Yeah. Bei Rotes Kreuz. Und mein Trainer Alex hat mich dann gefragt, okay, möchtest du mal, er kannte dann den Besitzer von Café Europa und der hat gefragt, möchtest du da mal arbeiten, die angucken? Ich habe gesagt, ja, dann müsste ich natürlich den Schein erstmal machen, ne? 34a, dann habe ich den gemacht. Ne? Die Prüfung, Vorbereitung habe ich natürlich zuerst gemacht. Was muss man machen bei 34a? Bei 34a hast du eine mündliche Prüfung, ne? 15 Minuten lang, und eine theoretische Prüfung. Das sind wie Führerscheinprüfung eigentlich, da musst du einfach ankreuzen. Hast du den Sporttest bestanden? Sporttest gibt es nicht. Wie, es gibt keinen Sporttest? Es gibt keinen Sporttest. Gibt's einen? Nein. Der ist auch gut, Digga. Ja? Genau, dann habe ich da angefangen, neben Job zu arbeiten und es hat mir gefallen. Ne, ich wusste nicht, was ich werden möchte. Genau, dann habe ich das Ganze hauptberuflich gemacht. Ich mache das Ganze dreimal in der Woche. Was verdient man denn so als Türsteher? Es ist nicht sehr viel. Ja, wie viel? 15 bis 20 Euro die Stunde natürlich, ja. Okay, Bruder, ich will kurz ein Szenario malen und ich will gucken. Gerne. Du bist an der Tür. Ja. Einer wird sehr aufdringlich. Und es kommt zu der Situation, dass du ihn schlägst. Und der Typ macht dann ja eine Anzeige. Und dann muss ja die Sicherheitsfirma dafür aufkommen. Nein, also ich werde dann in dem Fall angezeigt. Boah, Digga, war leid krank. Das Ding ist ja auch, hier wird ja alles vorher gesagt, was Notwehr ist, ne? In welchem Fall du überhaupt zuschlagen darfst. Und da wirst du persönlich angezeigt, da musst du auch dann gegebenenfalls halt vor Gericht. Ey, Bruder, der ist auch gut, Digga. Okay, Bruder, ja? Der war ja vor einer Bar, aber vor einem Club. Was darfst du denn für Equipment bei dir haben? Eigentlich, also nur Leute, die Waffenschein haben, dürfen dann halt auch benutzen. Wie ganz normale Menschen, wenn jetzt irgendjemand hier Waffenschein hat, darf er das natürlich auch tragen. Okay, stopp, geht nicht, Bruder. Warum? Nein, Türsteher können gar nichts haben, Bruder. Laber. Gar nichts, Bruder. Gar nichts, gar nichts? Nicht mal so Teleskop? Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Oder ein Türsteher darf nichts. Gar nichts, Bruder. Krass. Also raus. Aber gar nichts, Bruder. Er hat Waffenschein, Bruder, gesagt. Auch mit Waffenschein. Ich hab nicht gesagt, dass er das benutzen darf. Ein Waffenschein darf jeder haben. Und ein Waffen tragen darf auch dann gegebenenfalls die Person, die den Waffenschein hat. Aber dann das hier zu benutzen, das dürfen wir da nicht. Okay, Bruder, darf ich mal ganz kurz switchen? Mhm. Ich möchte gerne wissen, was hinten rechts der Bruder dazu sagt. Mhm. Bruder, was darf man für Equipment dabei haben? Als Türsteher? Ja. Yeah. Gar nicht. Okay, und wenn man auch Waffenschein hat, darf man das an der Tür tragen? Auch nicht.
weil in dem Waffenschein drin steht, wo du denn die tragen darfst. Ja. Oh, shit, Bruder. Bruder, das ist unser Türsteher, Bruder. Scheiße. Das ist der Bruder. Heftig, ja. Okay, Bruder, jetzt. Tamam. Ich würde sagen, weiter. Mach ja, weiter. Wir machen erstmal mit dem in der Mitte, hinten, bitte weiter. Ich bin Hüseyin, ich bin 23 Jahre alt und stehe aktuell bei einer Diskothek in Freudenberg an der Tür. Da warst du, Enno, auch 2018, da war ich aber als Kunde. Hab dich quasi das erste Mal live erlebt. Ja, da gehst feiern und so, Enno, ja? Ich hab Clubshow gehabt. Ja, krank. Seit wann machst du das, Bruder? Seit Mai dieses Jahres, also wirklich nicht lange. Hüseyin, warum machst du das? Du bist 23. Ja, also das wird dich jetzt noch mehr schockieren, wenn ich ein bisschen mehr ins Detail gehe. Also die Prüfung, die habe ich auch schon nach meinem Abi 2019 gemacht. Weil welche Prüfung? Die Sachkundeprüfung. Okay, sag mal bitte drei Fragen von dieser Prüfung. 2019, das ist wie bei der Fahrschule, das ist wie beim Erste-Hilfe-Kurs. Ich kann dir diese Fragen, also ich wusste, das wird kommen, aber da kann man wirklich schwierig so sagen. Das ist wie bei der Fahrschule. Ich könnte dir auch jetzt nichts zur Fahrschule sagen, ich fahre seit 5 Jahren Auto. Wie lange geht denn so eine Prüfung? Das sind 70 Fragen in der Theorie. Und ab wann kann man die machen? Kann ich jetzt einfach das machen oder muss ich irgendwas vorbereiten? Also ich habe einen Kurs gekauft, so einen Online-Kurs. Also ich habe mich online da, während ich Abitur gemacht habe, informiert. Man kann so ein Seminar, ich habe ein Seminar für 160 Euro gekauft und habe dann quasi mir ein Seminar angeguckt und zur Prüfung kannst du gehen. Die hat bei mir 350 Euro gekostet, aber das variiert auch. Aber ich habe gehört, dass manche auch weniger bezahlt haben. Hast du Kampfsport gemacht? Ja, ich mache aktuell immer noch. Was machst du denn? Boxen. Seit wann boxst du, Bro? Seit 2019 auch. Seit 2019? Hau mal so eine Kombo raus. Kannst du so kurz so eine Kombo, so Schattenboxen machen? Schattenboxen? Ja, kann ich machen. Kann jemand mal das Mikro? Ja, ich halte dein Mikrofon. Warte. Hier, gib mir dein Mikrofon, Bruder. Sehr gerne. Gucken, ob er fit ist, ja? Der ist raus, Bruder. Bruder, hier dein Mikrofon. Warum? Das sah aus wie Fitnessboxen, Bruder. Bruder, das sah aus wie Fitnessboxen. Hat nur noch diese Ding gefehlt, wo du so mit einem Fuß hoch. Warte. Bruder, kannst du kurz kommen, Bruder? Wir haben einen Profiboxer. Wir machen einen Profi, Bruder. Eva, komm mal. Kannst du ein bisschen Schattenboxen zeigen, Bruder? Jawohl. Nach vorne? Ja, nach vorne. Guck mal. Boah, oh yeah. Maschine. Das Ding ist, also ich mache seit 2019 Boxen. Also ich hätte mir auch was anderes überlegt, wo ich jetzt kein Schattenboxen zeigen muss. Aber ich ich habe auch schon 2 Kämpfe gehabt. Also ich mache Boxen, aber ich habe auch mit ihm draußen schon gesprochen. Der hat über 100 Kämpfe, das kann man nicht vergleichen. Ich habe jetzt bisher 2 Kämpfe gehabt. Okay, du hältst dich auf jeden Fall fit. Ja, das sieht man. Aber du bist jetzt kein intensiver Boxer. Ich mache auch, also wie man sieht, Fokus ist Kraftsport, aber ich gehe Montag, Mittwoch zum Boxen und ich will mich verteidigen können, wenn es nötig ist. Also so Hobby bei dir? Das ist Hobby. Ich habe 2-mal gekämpft. Okay, ich habe eine Frage. Ja. Du hast auf der Straße oder an der Tür jetzt eine Auseinandersetzung. Du hast eine Schlägerei und du haust jemanden um. Ja. Was kommt da eine Anzeige auf dich zu? Was für eine Anzeige kommt auf dich zu? Ich hatte bis jetzt keine Anzeige, das kann ich dir gar nicht beantworten. Aber ist das nicht sowas, was man auch in der Ausbildung lernt? Nein, Bruder, wenn er ein aktiver Boxer ist, dann zählen seine Hände als Gegenstand, als Waffe. Ja, klar. Das ist ja klar. Ja. Als Gegenstand zählen die? Ja, das zählt als Waffe, deine illegaler Fäuste. Waffenbesitz. Ja. Abo! Heftig. Aber den letzten will ich gar nicht fragen, Bruder. Warte, ich will den nicht fragen. Das ist auch ein korrekter. Der sieht süß aus, Bruder. Das ist aber so eher WoW-Streamer oder so, weißt du? Kein. Bruder, wenn er Türsteher rauskommt als echter heute Abend, gell? Wallah, ich glaube an gar nichts mehr. Okay, dann machen wir einmal mit dem letzten bitte weiter. Hallo, ich bin Dennis, bin 21 Jahre alt und habe nach meiner Schule quasi erstmal gesammelt, was möchte ich machen und habe mich da in die Richtung Sicherheit, Richtung Polizei eher eigentlich zu gehen und habe dann beschlossen, erstmal Erfahrung zu sammeln und dann Türsteher-Veranstaltungen da erstmal mitzumachen. Da habe ich mich bei einer Agentur beworben, genau da auch direkt angenommen worden als natürlich muss ich als Voraussetzung mitbringen, diesen Schein. Diesen Schein, welchen Schein? 35A. Also. Bruder, du bist der Letzte. Du hast 6-mal gehört, wie der Schein heißt. Hast du auch B2 gemacht, Bruder? 12 Leute haben vor dir gesagt, 34A Sachkunde.
Und du konntest es einfach nicht merken. Ich bin ehrlich, nee, ich hab's versucht. Wallah, Bruder, ich küsse dein Herz. Bruder, ich will dich umarmen, ich wirf meine Mutter, Bruder. Wallah, du bist mir so sympathisch, Bruder, komm mal her. Wallah, schön, dass du da bist, Bruder. Dankeschön, Bruder. Das war krass, Digga, das war krass. Wallah, der ist so süß. Der will einfach ein Mikrofon abgeben, der will nicht mehr reden. Warte, nimm mal kurz. Bruder, der ist so süß, Bruder, Wallah. Mein Bruder, erzähl uns einfach die Wahrheit, mein Bruder. Was ich wirklich. Ja, jetzt schon zu spät, erzähl uns die Wahrheit. Ja, ich bin in der Ausbildung zum Automobilkaufmann. Erzähl einfach! Erzählt einfach! Bruder. Hat nur gedauert mit Bruder, sagt die Wahrheit, er hat Wahrheit gesagt, Bruder. Mann, der ist zu ehrlich, Bruder. Er ist zu korrekt, Bruder. Ja. Er hat zu sauber Herz, Bruder. Heftig, Cousin. Besser, Mann. Ja, ich glaube, wir sind uns einig, Jungs, oder? Sehr süß, ja, sehr süß, Bruder. Ja, ja. Bruder, du musst einfach bitte raus. Dankeschön, Bruder. Dankeschön, Bruder. Er ist zu ehrlich, Bruder. Er ist zu ehrlich, er ist zu süß, Bruder. Warte. Wen wollen wir hören? Rechts, ich würde sagen rechts, Bruder, haben wir zu wenig gehört. Wir müssen ein paar Fachfragen brauchen wir. Wir brauchen ein paar Fachfragen. Alles her. Was war denn so dein krassestes Erlebnis? Ich habe da einmal eine Veranstaltung gehabt, da war ich an der Tür. Ich stand so in der Tür, also dass so die Öffnung der Tür ist. Und ich stand dann halt einfach so, war kurz an mein Handy. Und mir gegenüber kam dann mein Kollege, kam gegenüber und hat voll ausgeholt. Und ich dachte, also auf mich so zu. Und dachte, ja, ich denke mir so, was macht der denn da? War ich einmal kurz aus und dann hat er einfach hinter mir jemanden voll das Brett gegeben, war ein sehr betrunkener Gast, der ist dann umgefallen. Ich habe das dann gesehen, haben ihn erstmal wieder angehoben, an die Wand so links gestellt und der ist dann wieder durchgedreht. Das war wahrscheinlich nicht nur Alkohol halt im Spiel. Wir haben ihn dann halt zur Seite dann gezogen, dahingestellt und der ist dann nochmal komplett durchgedreht, hat mir auch 1-2 verpasst. Dann bin ich halt sauer geworden. Ich weiß nicht, ob man das so sagen sollte. Es gibt immer so, wir sagen immer die Spaßwinkel. Also das sind tote Winkel, wo die Kamera nicht drauf ist. Spaßwinkel, Digga. Und dann sind wir da hingegangen und ich habe ihn halt fixiert. Und was zu der Frage, was ein Türsteher dabei haben darf und so. Ich glaube, er hat das gesagt, wirklich gar nichts. Die meisten haben aber halt meistens die Handschuhe, also Sandhandschuhe dabei. Und da geht es auch nicht darum, um die zu verletzen. Es geht darum, um seine eigenen Knöchel halt zu schützen, weil irgendwann tun die Hände halt weh. Und da habe ich ihn fixiert, habe ihn dann mit der Hand auf die linke Schulter gelegt und dann hat er mir zu seitlich ein Stück vom Finger abgebissen. Ja, das war so das Krasseste. Ich musste dann direkt auch die Schicht abbrechen. Krankenhaus, dann so ein paar Impfungen und etc., weil man nicht weiß, was da alles so, ne, Krankheiten entstehen können. Bruder, der ist das für mich. Bruder, für mich nicht, Bruder, ja. Ich glaube immer noch, ich denke nein. Was sagt denn Enno? Bruder, jetzt guck mal, er ist authentisch. Links in der Mitte und hinten rechts, die fallen für mich raus. Es ist für mich nur ein Kampf zwischen dem langhaarigen Bruder und ihm. Hm. Aber der langhaarige Bruder, der könnte auch Schauspieler sein. Das ist das Ding. Hast du noch eine Fachfrage für ihn? Weil er ist der Einzige, der keine Fachfrage bekommt. Ja, warte. Es ist kein Sicherheitsmann. Es ist vielleicht einfach ein Kampfkunsttrainer, ein Kampfsporttrainer. Vielleicht aber, ist der Boxtrainer, aber er kennt sich ja auch. Ich weiß, er bildet diese Leute aus, Bruder. Also ich biete an, stellt alle Fachfragen an sich. Ich habe auch ein paar Sachen hier gehört, die eigentlich korrigiert werden müssen. Welche denn zum Beispiel? Also die Definition von Notwehr kann ich jetzt nicht, aber wenn man mich genau fragt, ich kann das erklären. Ich kann auch sagen, was passiert, wenn du jetzt jemanden eine gegeben hast, das kam zur Polizei, was dann in diesem Brief drin steht. Das ist nämlich Praxis in der Türsteherwelt und nicht, was du irgendwann mal aufgeschnappt hast. Mhm. Und ich mache das auch schon lange. Ich habe meinen eigenen Abschluss. Die machen dann ja diese Abschlussfeiermeier. Und Alkohol ist sowieso nicht unser Ding. Da war ich Türsteher bei meinem eigenen Abschluss. Krass. Der war Türsteher bei seinem eigenen Abschlussfeier. Geil. Ich habe eine Frage an dich. Du bist an der Tür. Ja. Ihr habt wahrscheinlich, ihr seid alle verkabelt, Funk oder wie nennt man das? Ja, du hast ein Funkgerät. Und Funkgerät, man kann sich genau. Ob man mit Chip will oder einfach nur auf so einen Funk. Gibt es Codes? So sagen wir mal, ich habe ein 34A. Nein, oder ich da gibt es nicht solche Codes. Zum Beispiel bei uns ist Champagner. Wenn du Champagner sagst, heißt auf die Tanzfläche, da ist wahrscheinlich irgendwas los. Aber sonst funkt man sich ganz normal an. Okay. Man hat nur immer man muss immer darauf achten, dass man auf den richtigen Kanal bleibt, weil das ist so ein Rädchen. Und wenn du zum Beispiel mit deiner Security-Jacke oder mit den Handschuhen oder so immer bist, kannst du ganz leicht dagegen kommen und dann bist du auf Kanal 2 statt auf Kanal 1 wie bei uns. Guck mal, das sind so Sachen, die zeigen vom Fachwissen, ja? Krass, ja. Wie viele Türsteher arbeiten in so einem Club? Bei uns sind das 6. Bei wie vielen Gästen? Oh, mit Ticketsverkauf bei wie vielen Gästen? 300, 400, immer so. Wir rotieren immer, 2 sind ganz oben, 2 sind vorne beim Eingang und 2 sind da, wo die Kasse ist, weil viele versuchen sich mal durch die Kasse zu schleichen ohne Stempel oder so, dass man die dann halt zurückzieht. Ne? Gibt es eine Kleidevorschrift bei euch? Ach so, ja, am besten schwarz. Schuhwerk ist auch wichtig, ist auch schwarz und die Sohle darf aber nicht weiß sein. Es muss immer eine schwarze Sohle sein. Warum? Weiß ich nicht. Die wollen immer eine schwarze Sohle, vielleicht weil es nicht ins Bild passt oder keine Ahnung. Okay, ich habe jetzt eine Frage. Ja, bitte. Weil ich weiß, dass seit 2023 ein neues Gesetz gibt, dass Türsteher Armbinden, wo Security draufsteht, mindestens 2 Leute an der Tür tragen müssen. Habe ich noch nie von mitbekommen.
Ehrlich nicht. Das habe ich aber auch gehört. Ab 2023 war das. Ja, dass die orangene Binden haben, wo Security draufsteht. Das habe ich sogar gesehen. Mit so 3 Punkte. Haben wir nicht. Hat es sonst einer mitbekommen? Also wir tragen welche unabhängig. Also bei uns hat sich einfach nichts geändert. Ob das jetzt dazu gekommen ist als neues Gesetz oder sonstiges. Hat auch so Binden mit 3 Punkte drauf? Nein, nein, wir haben ein Bändchen, das uns quasi als Security noch ist raus, Bruder. Bruder, der ist raus, Bruder. Aber das war gut. Bruder, der ist raus, Bruder. Nochmal kurz, ich habe das mit den Punkten nicht ganz verstanden. Alles gut, Bruder, wir haben dich sehr gut verstanden. Nein, du meintest gerade, du hast ja noch gesagt, ein Bändchen, wo Security draufsteht, oder nicht? Alles gut, der ist raus. Er ist raus, ey. Wir sind uns einig, oder? Ich bin auch für raus, leider, ja. Okay, hast du ganz gut gemacht, aber du bist einfach bitte raus. Kannst du ihm hinten rechts das Mikro geben? Ja, Bruder, bei dir ist eigentlich auch deutlich, Bruder. Weil, okay. Ja, sag erst mal. Ich wollte ja gerade was kurz sagen zu vorherigen Fragen. Und zwar, als Security muss man Selbstvertrauen haben. Ne? Zu der Notwehr muss ich auch was sagen. Und zwar, du darfst niemanden jemanden schlagen. Ne? Also ich darf niemals, das wird auch vorher gesagt, ne? Von dem, das steht auch im Strafengesetzbuch und der BGB, was wir lernen für den Prüfung. Du darfst natürlich niemanden schlagen. Na klar. Im Notfall ist halt dann. Ja, natürlich. Im Notfall darfst du das, aber du darfst dich verteidigen, nicht zuschlagen. Wenn du zuschlägst, wenn jemand mich reinhaut jetzt, ne, sagen wir, ja. Und ich gehe 2 Minuten weg und komme wieder, darf ich natürlich nicht wieder schlagen. Das geht nicht. Ja, jetzt hast du dich gerade korrigiert. Jungs, der ist raus. Ja, wie lange hast du Zeit, um zurückzuschlagen? Erstens müssen wir gucken, wo das ist. Ne, wenn das in Club passiert oder außerhalb Club. Außerhalb Club kommt drauf an, wo das ist, genau. Ne? Und wenn du die Situation irgendwie anders klären kannst, irgendwie Tür schließen kannst, die Person wegschicken kannst und Polizei direkt alarmieren kannst, dann machst du das. Okay, wenn du Bruder, okay. Keine Option hast. Was sagst du dazu, Bruder? Wenn jemand dir ins Gesicht schlägt, so. Wie lange hast du Zeit, um zurückzuschlagen? Das noch als Notwehr gilt. Also es muss eigentlich direkt sein. Es kann jetzt nicht sein, dass du 30 Sekunden später zurückschlägst. Es muss schon direkt sein. Wie war das Wort? Das Wort gab es auch dafür. Ich weiß es nicht. Ja, wenn es im Affekt passiert. Gib mal Mitte kurz, weil Mitte ist schon am Lachen. Also in der Prüfung gibt es tatsächlich also dazu halt eine Antwortmöglichkeit. Das sind halt 10 Sekunden, das ist aus dem Effekt noch rauszählt. Weil alles, was über den Effekt heraus ist, ist halt wirklich keine Notwehr mehr und das kann wirklich zur Anzeige führen. Und was sagt hinten? Einmal bitte auf die Plätze. Ja. Also insgesamt Notwehr. Notwehr ist die Verteidigung, der erforderlich ist, eine gegenwärtige rechtswidrige Angriff. Das ist es, Jungs. Jemand anderer abzuhalten. Der ist das, Jungs. Okay, Bruder. Das ist das, Jungs. Das wollte ich hören. Stopp, Bruder. Stopp. Bruder, nicht jeder Türsteher hat so ein Wissen. Bruder, der Bruder ist zu schlau. Am Ende kann sein, Bruder, dass es der Auszubildende, der Ausbilder ist, Bruder, der diese Prüfungen macht oder so, Bruder. Weißt du, was ich meine? Ja. Bruder, kein Türsteher, den ich kenne, Bruder, kann diese Gesetze und diese Regeln so. Ich muss auch dazu sagen, ich bin erst seit 7 Jahren in Deutschland. Also ich glaube, der befasst sich auch mehr damit, so, Chef, weißt du? Der ist einfach Anwalt. Boah, das wäre krass, ne? Weil das links war sehr schwammig mit Notwehr und hier, ich darf nicht zuschlagen und so, das ist ja Schwachsinn. Ich habe nicht gesagt, du darfst auf keinen Fall zuschlagen. Doch, hast du gesagt. Danach hast du dich korrigiert. Du darfst nicht schlagen, du darfst dich verteidigen und verteidigen. Du hast gesagt, du darfst nicht schlagen, aber das stimmt doch nicht. Das stimmt doch nicht. Ja, aber damit meine ich das so. Bruder, weißt du, was für mich kaputt ist? Pass auf, Jungs. Der da hinten, Daniel, hat gesagt, du hast 10 Sekunden, kannst du zurückschlagen. Ah, Menüsekunden. 10 Sekunden, ja, dann zählt es noch aus dem Effekt auf. Ich habe gehört, 3 Sekunden, Bruder. Oder 10 Sekunden. 10 Sekunden ist viel, Bruder. Daniel, du bist raus, Bruder. Daniel, Bruder, das ist zu viel, Bruder. Was für 10 Sekunden? 10 Sekunden ist echt kein Effekt mehr. Gib mal das Mikro. Ich bin nach vorne. Das Ding ist bei der Sache einfach, dass das in der Prüfung eine Frage, also die Frage lautet halt nicht, wie lange das als Notwehr gilt, sondern was noch aus dem Effekt heraus ist. Und wenn du eine bekommst, du zählst gerade 1, 2, 3, 4, 5, aber denkst du, wenn du eine bekommst, nach 3 Sekunden wieder fit oder was? Du musst ja auch erstmal wieder aufstehen. Du kannst doch nicht aufstehen und dann denkst du dir, oh, Bruder, der ist safe raus, Bruder. Der ist so raus, Bruder. Der ist safe raus. Du stehst nach 9 also Sekunden auf. Ich sag Daniel auf jeden Fall raus. Raus, ich auch. Sagst du? Ich auch, Bruder, ich auch. Okay, hast du echt gut gemacht. Dankeschön, Daniel, Bruder. Du willst mit dem Tschetschener reden? Ja, mach mal. Ey, Bruder, was drückst du auf der Bank? Oh, aktuell 140.
war bei 175. Guck mal, Bruder, für mich, er ist in dieser Szene drin, hat Freunde, er kennt sich mit diesem Bereich aus, er hat sich mal damit auseinandergesetzt, aber er ist kein Türsteher, Bruder. Also ihr fixiert euch, ich weiß, ich bin sehr großer Fan von dir, ich gucke alle deine Sachen durch. Besser, was? Normalerweise immer, wenn einer anfängt, sich zu rechtfertigen oder andere schlecht zu reden, ist das immer so, ja, ne? Aber die Sache ist wirklich, ihr fixiert euch auf dieses, Fachwissen. Ich sag immer, zum Beispiel das mit den 10 Sekunden, was gerade gesagt worden ist, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich hatte den Fall, wir hatten eine Auseinandersetzung an der Tür mit 3-4 mehr Leuten, als wir selber waren, also wir waren ein paar und dann die waren ein paar mehr und es kam zum Schlagabtausch und dann habe ich, weil es einfach so viele waren und auch es wurde Alkohol verschüttet etc. und ich wollte das Zeug nicht anfassen, dann habe ich meine Handschuhe, also mir wurde eine gegeben, dann habe ich auf so ein Board hier gegriffen nach hinten, habe meine Handschuhe angezogen und bin auf ihn gegangen. Das kam später vor Gericht und ich habe die Geldstrafe bekommen, weil ich noch den Gedankengang hatte, dass ich die Handschuhe anziehe. Das war jetzt keine direkte Reaktion auf seinen Schlag, sondern ich habe mir erst die Handschuhe angezogen, die ist das, und dann waren das auch schnell wieder Geld vorm Gericht. Aber ist nicht allein das mit Handschuhen schon... Habe ich ja vorhin gesagt, hat jeder dabei. Ist verboten, aber hat jeder dabei. Aber das hat jeder wirklich nachher, Bruder. Das hat jeder. Weil wenn, ich mag Alkohol gar nicht zum Beispiel. Alkohol anfassen etc. Und da vieles, manchmal fliegen da Flaschen hinher oder gebrochenes. Leute, wenn sie kotzen und du musst den Frauen, dem musst du hochhelfen. Du kannst sie nicht liegen lassen, bis irgendeine Freundin kommt. Ja, Bruder, guck mal, er kennt sich damit aus, aber sein Oberlippenbart und dadurch, dass er auch keinen Alkohol mag und diese Gestank, ich kann mir schwer vorstellen, Bruder, dass er an der Tür arbeitet. Sag ich doch von Anfang an, Bruder. Ich gebe dir recht, Bruder, er ist ein sehr sauberer Achi, deswegen, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass nicht er der Türsteher ist. Am Anfang war ich voll für dich, aber jetzt mit euch beiden und ich habe ein bisschen wackelig bist du geworden, muss ich sagen. Aber er hat so den Ringerkörper, siehst du, wie er steht? Bruder, ja, Bruder, der ist gut gebaut und so, man darf sich auch nicht täuschen lassen, Bruder, ich sag dir. Ich finde, er stand am Anfang auch wie ein Türsteher. So ja, ja, safe, hundertprozentig, Bruder, das ist so die Optik, aber man darf sich von der Optik nicht täuschen lassen, glaub mir. Also für mich ist er auf jeden Fall raus. Bruder, für mich, ich bin unsicher, ich sag dir ehrlich. Das Einzige, was gegen ihn spricht, ist, dass er Tschetschener ist und Achi. Dass er an Tür. Das ist das Einzige, was gegen dich spricht. Falls dich das irritiert, ne? Alhamdulillah, Muslim trotzdem. Ja, ja, normal. Bruder, jeder macht seine Sachen. Ja, natürlich. Deswegen. Verstehst du, Bruder? Ich will dich jetzt nicht darauf reduzieren oder so. Nur, ich muss ja irgendwie nach meinem Bauchgefühl gehen. Und hier stehen drei Leute und alle eure Storys sind irgendwo authentisch. Und man versucht natürlich zu gucken, bei wem könnte man irgendwo einen Haken finden. Bruder, der in der Mitte. Bruder, kannst du mal bitte einmal ihn durchsuchen, wie du ihn durchsuchen würdest? Sagen wir mal, ich komme zu dir an die Tür. Ja. Oder, warte, wir fangen an, weil hier ist Mikrofon. Also, so kommst du erstmal gar nicht rein. Okay, sagen wir mal, ich komme nochmal. Darf ich mal durchsuchen? Ja, klar. Okay. Kannst du einmal, Bruder? Ja. Stopp. Aber nicht so meine Hand brechen oder so, okay? Nein, nein. Stopp. Ja? Ja, Ausweis bitte. Ausweis? Ja, Ausweis bitte. Und der macht jetzt Detail, der sagt Ausweis bitte. Okay, jetzt wird in Frage kommen, vielleicht kommt er gar nicht rein vom Alter, da muss ich ihn erst gar nicht durchsuchen. Okay, Bruder, ganz kurz. Hast du Ausweis jetzt allgemein gefragt oder jetzt spezifisch auf ihn? Nein, nein, frag. Weil, Bruder, dass er älter als 18 ist, Bruder, sieht man doch. Also ich mach das so, weil wenn etwas passiert, wenn er jetzt der junge Mann was anstellt, und wir dann später die Polizei oder so rufen müssen, muss er sich aus... Also Ausweis hat nicht immer was mit dem Alter zu tun, sondern das Identifizieren, dass er diese Person ist. Okay, dann macht weiter. Ja, genau. Einfach dann so. Guckst überall so durch. Wenn er was noch dabei hat, sagst du, einmal aufmachen bitte. Macht er auf, dann leuchtest du rein, machst von unten dann so, ob harte Gegenstände dran sind. Mhm. Wenn was ist, sagst du, einmal bitte ausleeren, leert das aus. Ja, okay, alles passt. Viel Spaß dir. Bruder, warum sind die alle so gut, ja? Okay, Bruder, ganz kurz. Bruder, er hat vorhin gesagt, man darf nicht durchsuchen, man darf nur antasten. Das heißt, Tasche ausleeren geht eigentlich gar nicht. Nein, ich habe gesagt, er soll die Tasche ausleeren, habe ich auch gerade gesagt. Er hat gesagt. Bitte schön, Bruder. Also gesetzlich, dieses Begriff durchsuchen ist nur für Polizei. Also den Begriff durchsuchen. Also als Sicherheitsmann, der da arbeitet, er kann sagen, checken, kontrollieren oder sowas. Also durchsuchen dürfen wir nicht. Außer wenn er selbst seine Tasche auslegt. Also wenn er selber das macht, nur anzugucken, ist gut. Bruder, gesetzlich gesehen, geh von den ganzen Fachwissen, weißt du Bescheid, ist er zu krass, Bruder. Oder am Ende ist er wirklich Jurastudent aber oder so. Aber sachlich, Bruder. Stell dir mal vor, ist Anwalt, Enno. Und praktisch gesehen, er sagt so die Wahrheit. Weißt du, was ich meine? Er sagt einfach, ja, Bruder, aber alle haben Sandhandschuhe dabei. Weißt du, was ich meine? Ja. Schwer. Ahmed, schwere Folge, Digga. Okay, Jungs, wir müssen uns beraten kurz. Ja. Ich habe einen, den ich raus will. Wen willst du raus? Ganz links, Bruder. Weil? Ich kann wirklich nicht entscheiden, wer zwischen diesen beiden Jungs Türsteher ist. Ja. Mein Bauchgefühl, ja? Eigentlich, ich war strikt gegen ihn, weil ich will es einfach nicht einsehen, dass er Türsteher ist, Bruder. Ja. Weil ich einfach nicht glaube.
Aber im Endeffekt, ich glaube, er hat einen Club gehabt. Vielleicht hat er einen Club gehabt oder so. Boah, stimmt. Oh mein Gott. Er ist Clubbesitzer, Bruder. Aber ich würde eher es ihm abkaufen. Ich würde ihm den Türsteherjob geben. Ihm würde ich sagen, er ist ein Clubbesitzer, Veranstalter, Festival. Ja, ja. Und er ist halt, er weiß viel, Bruder, aber ich gehe doch dann eher mit ihm, Bruder, ja. Das ist so meine Einschätzung. Darf ich auch ein Gegenargument sagen? Ja. Also als Clubbesitzer weiß man nicht die ganzen Gesetze nach Sachkunden. Also die Leute, die dann die Sachkundeprüfung belegen, die müssen meistens Kaufmann oder sowas sein, dass sie Clubbesitzer werden. Und also die ganze Wissen, was ich habe, habe ich auch gelernt dafür. Alleine, wenn er Clubbesitzer wäre, dann hätte er vorhin seinen Club genannt. Als ich gefragt habe, wo arbeitest du, dann hätte er doch den Club genannt. Genau, hätte er boah, schlau, Bruder. Ich schwöre, das war wirklich schlau. Erstens, also man kann natürlich auf Aussehen gehen, ne? Wenn man natürlich 1,90 ist und breit gebaut ist. Nein, nein. Oder er verteidigt sich nicht so oft. Ich möchte nur eine Sache dazu sagen. Viel, ne? Ja, ja. Als Türsteher musst du nicht unbedingt, wollte ich einmal nur sagen, ne? Musst du nicht unbedingt der Breiteste sein. Und Leute da draußen, seht die Türsteher nicht immer als der größten Verbrecher oder so. Das Erste ist auch, du darfst auch nicht vorgestraft sein, ne? Vor der Tür zu arbeiten. Warte, suchen die Leute, die nicht vorbestraft sind, oder darf man nicht vorbestraft sein? Man darf das nicht eigentlich. Von der Gesetzgeber, also von Gesetz her, darf man kein... Gib mal hin das Mikro, bitte. Vorbestrafte Leute einstellen. Darf man vorbestrafte Leute einstellen? Also die müssen dann diese Führungszeugnis haben. Meistens wollen die erweiterte Führungszeugnis. Die dürfen natürlich nicht vorbestraft sein, weil die müssen durch die Bewacherregister gejagt werden. Also die müssen dann in Bewacherregister eingetragen werden und es dauert ungefähr... Digga, der ist krank auch. Oder ist das? Oder das ist der Türsteher, Bruder. Ich schwöre, das ist so schwer. Das war doch auch euer erster Gedanke. Ja, ja. Aber er ist auch krass, Bruder. Er ist auch krass, Bruder. Er ist in der Materie, aber er ist kein Türsteher. Wollen wir dann die beiden rausbauen und sagen, er ist es? Ich glaube schon, Bruder, ja. Ich würde sagen, wir voten jetzt. Ja, ich würde auch sagen. Ja, aber wollt ihr direkt den Finalisten voten? Okay, ich bin hier für ihn, Bruder. Ich bin für Mitte. Ich gehe für meinen tschetschenischen Nachrede. Ich bin auch für Mitte. Okay, das heißt, Mehrheit sagt Mitte. Das heißt, wir alle zusammen sagen, Mitte ist es. Das heißt, ihr beide müssen einmal raus. Mitte sagt die Wahrheit, oder machen wir jetzt die Auflösung. Krass, ja. Boah, aber krasse Folge. Bruder, krasse Folge, ich schwöre, Digga. Wir haben richtig gelegen. Verstehst du? Ja, mal, ja? Easy Game, Jungs. Easy Game. Ja? Krass. Krass. Heftig. Ey, wir sind echt gut, muss man sagen, ne? Oder diese Runde waren wir echt gut, weil das war schwer, Bruder, weil alle hatten gutes Wissen. Ja. Bruder, ich bin sogar froh, dass der tschetschenische Bruder nicht ist, Digga. Ich küsse dein Auge, mein Wunderschön. Ja. Wir fangen erstmal rechts an, würde ich sagen. Der hat doch schon alles verraten in Wochen. Ich bin Automobilkaufmann. Bester Mann. Aber was machst du wirklich? Was ich beruflich mache? Ja. Ich bin in der Ausbildung zum Automobilkaufmann. Okay. Perfekt. Krass. Und bei dir? Also ich bin im Vertrieb tätig, also ich habe damit nichts zu tun. Ich weiß es auch seit gestern, habe mir auch bestimmte Sachen angeguckt. Boah, aber dafür sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht, Digga. Also dein Schattenboxen hat dich verraten. Ja, also ich mache auch Boxen seit 2019, aber Kraftsport ist halt bei mir der Fokus. Also ja, du bist auf jeden Fall fit, Bruder. Hast auch gut gemacht, muss man ehrlich sagen. Ja. Danke dir. Ey, diese 10-Sekunden-Frage hat mich komplett auseinandergenommen. 10 Sekunden für Notwehr. 10 Sekunden Affekt. Ja, ich bin auch im Vertrieb tätig bei einer IT-Firma. Hey, ich habe Informatik gesagt, Bruder, gell? Boah! Heftig, Cousin. Krass, ja. Wo hast du das Wissen? Digga, du bist krass. Also, ich weiß das Ganze auch seit gestern erst. Was? Ja, gestern Abend sogar, so irgendwie 21 Uhr oder so. Krank. Ahmed hat mir gesagt, okay, kannst Türsteher sein. Bruder, das ist sehr, sehr krass. Sehr krass, Bruder.
Das ist sehr, sehr krass. Das hat gar nichts gestimmt. Und ich studiere ab September hier in Hannover Wirtschaftsingenieurwesen. Bruder. Krass, Bruder, du bist krass. Er hat es krass gemacht, Bruder, muss man ehrlich sagen. Aber ihr wart richtig gut, ehrlich. Respekt an euch. Bozab Tichin. Dachi, komm. Ja, ihr werdet bestimmt gleich lachen. Ich habe eigentlich gar nichts mit der Sache zu tun. Was? Ich war schon immer selbstständig im Finanzwesen, habe das dann aus bestimmten Gründen dann gelassen und ich bin Gastronom, ich habe 2 Restaurants. Bruder! Walla, Bruder, der hat auch sehr stark gemacht, Bruder. Mit diesem Funk, diese Kanäle und so, war schon echt. Ich höre, Bruder. Woher weißt du das? Also die Geschichten sind alle auch wahr und auch was da passiert ist und so, aber ich war selber, ich meide diese Orte und wenn ich mal da war, ich bin meistens früher der Typ gewesen, den die Türsche anrufen, wenn es wenn auch andere Leute kommen etc. Krank, heftig. Perfekt, Digga, wirklich. Jetzt kommen wir zur Auflösung. Unser echter Türsteher. So läufst du rum als Türsteher? Also ich habe mal als Türsteher gearbeitet, aber mittlerweile habe ich meine eigene Firma, also SWAT Sicherheit und Service. Und ich bin auch Dozent in einer Akademie, also ich bereite die Jungs, die die Sachkunde... Guck, was habe ich gesagt, Bruder? Und bereite ich die vor, dass sie das machen, deswegen kenne ich auch, hätten die ja auch andere Gesetze gesagt, hätte das auch auswendig gesagt gehabt. Und ja, also die restliche waren alles wahr. Ich bin erst seit 7 Jahren in Deutschland, mache Abendgymnasium mein Abi und in der Woche als Sprachvermittler und nebenbei leite ich auch meine Firma. Respekt, Bruder. Habt ihr alle richtig stark gemacht, muss man sagen. Also heftig, Bruder. Ja, wenn ihr was erwähnen wollt, dann könnt ihr das jetzt gerne machen. Ja, ich grüße Daniel und Melina und folgt alle Automaten auf TikTok und ich heiße selber Dennis Abdi auf Instagram. So, natürlich will ich meine Firma hier bewerben. Also ich würde sagen, so, genauso wie auch ausgesprochen wird, SWAT Sicherheit und Service. Wir bilden auch aus und wir freuen uns auch auf neue Aufträge, falls irgendeiner draußen Veranstaltungen, alles was um die Sicherheitsbranche bewegt, machen wir eigentlich. Also ich würde gerne noch sagen, dass es sehr interessant ist, jetzt selber hier zu stehen. Ich habe mir in den letzten 2 Monaten alle Videos angeguckt, vielleicht bis auf 1, 2, weil ich die so gefeiert habe. Und ich bin seit 2020 im Vertrieb im Bereich Kapitalanlage, Finanzwesen und habe mich auch privat in dem Thema seither beschäftigt. Das heißt, ihr findet mich auch auf Instagram unter Hussein Trades. Ich verkaufe keine Kurse, ich bin kein Coach, sondern nur als Inspiration. Falls euch das Thema interessiert, Thema Trading, dann könnt ihr mir auch Fragen stellen. Also unter Hussein Trades findet ihr mich. Also wer Bock hat auf gute Sportsocken, also Fußball oder generell Sportler, Cobra Socks. Und mein privates Social Media ist Dani_Area. Ich grüße die Jugend von Oldentrupp und dann grüße ich meinen Bruder Daniel, dann grüße ich Dennis hier, der hier steht, ne, ist auch Freund von mir und dann grüße ich meine Freundin Marlene und ich wollte einmal Marlene Ahura auf TikTok und A7HOR Insta. Ja, ein dickes Assalamu alaikum an alle Brüder und Achis und Schwestern, alle die zugeguckt haben und folgt mir einfach auf TikTok und auch bei dem von meinem Laden, der ist Burger Boy Z. Ja, folgt mir einfach da und wenn ihr mal in der Nähe in Oldenburg seid oder in der Nähe von Oldenburg seid, einfach vorbeikommen und genießen. Und Achi, wer ist dein Bruder noch auf Instagram? Islam easy.entertainment. Geil, geil. Krasse Folge. Super Folge. Sehr krasse Folge. Wirklich. War gut, Bruder. War super. Geil. Hat Spaß gemacht, Jungs. Sehr Spaß gemacht. Deswegen dankt euch allen auch fürs Mitmachen. Dankt euch, Jungs. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, Leute. Bis dahin, stay tuned, die Kamera.